Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge von Autism Talk. Mein Name ist Nick de Trange und heute sprechen wir über meine mittlere Kindheit, 6 bis 10 Jahre, in meiner Privatfreizeit und über die Sommerfreizeit, in der ich gewesen bin, legen wir auch gleich mal los. Im letzten Part habe ich euch über meine Grundschulzeit erzählt, die ich im Großen und Ganzen, wenn ich mir mein ganzes Leben so ansehe, eher positiv bewerte. Heute werde ich natürlich mit euch darüber reden, was habe ich denn so getrieben, wenn ich nicht in der Penne saß, wenn ich keine Hausaufgaben erledigt habe. Wie hat der alte autistische, damals noch undiagnostizierte Nick seine Zeit verbracht? Generell so wie die meisten Kinder, ich habe ganz gerne gelesen, wenn auch die falschen Bücher aus Sicht meiner Eltern. Ich habe mich sehr für Sachbücher interessiert. Ich war auch in der Schule ganz gut im Sachunterricht, das habe ich im letzten Part nicht erwähnt. Generell kann man sagen, ich war in allen Fächern, außer den ja, künstlerischen und Mathematik, war ich relativ gut. Das habe ich großteils verstanden, sowas wie Deutsch etc. war ich sehr gut. Und ja, das aber nur nebenbei. Heute soll es darum nicht gehen. Ich war ein klassischer Stubenhocker, wie man sich sicher vorstellen kann, habe ich aber auch im Kita-Part weitestgehend erwähnt. Ich war immer eher für mich alleine, habe mich drinnen reingesetzt. Als ich dann gelesen gelernt habe, konnte ich endlich Bücher lesen, musste mir nicht nur Bilder anschauen. Das war ziemlich schön. Dann habe ich den Kumpel kennengelernt in der Grundschule. Den habe ich ziemlich oft besucht, weil wir eben recht nah aneinander gewohnt haben. Und der hatte was ganz, ganz Schickes zu Hause, was bei mir absolut strikt verboten war. Er hatte eine PlayStation 1 und auf der haben wir sogar Spiele gespielt, die nicht für unser Alter gedacht waren. Ich glaube, eins war ab 16. Da musste man irgendwie als Polizist spielen, hat Verbrecher gejagt, so lange, bis die eigene Karre Schrott war. Ich habe sogar mal im Internet vor Jahren gefragt, wie es heißt. Nee, ich weiß es nicht mehr. Sehr interessantes Spiel, ab 16 freigegeben und wir waren 8 Jahre alt und haben das gezockt. Da haben seine Eltern nicht so sehr drauf geachtet. Obwohl die ja etwas helikoptermäßig drauf waren, wie ich wusste, aber das Spiel hat ihm irgendjemand aus der Verwandtschaft geschenkt und die Mutter hat gesagt, okay, dann darf er das dann spielen. Als ich das zu Hause bei mir erzählt habe, kam das nicht so gut an, weil meine Eltern waren sehr auf diesem Trip, ja, Jugendschutz ist wichtig und man kann ja keinen Grundschülern Spiele ab 16 geben und so. Hat ja im Kern auch so durchaus seine Richtigkeit, aber das Spiel war jetzt nicht verstörend. Die Grafik war damals auch noch nicht so gut. Man hat da wirklich nicht viel gesehen. Es gab Gewalt durch die Schusswaffe, die man da genutzt hat, aber man hat nie direkt auf Menschen geschossen, sondern hauptsächlich auf Autos. Dann kam die nächste Generation, die PlayStation 2, die hat er natürlich zu seinem Geburtstag auch schön geschenkt bekommen und GTA Vice City. Das war tatsächlich mein erstes GTA, was ich irgendwie gespielt habe, beziehungsweise ich habe eigentlich nie bei ihm gespielt. Ich habe ihn spielen lassen und zugeschaut, aber auch das hat mich schon fasziniert. Also damals war das ist der Shit. Mittlerweile würde ich sagen, ja, super schlechte Grafik. Selbst die neue Version, die man nur ein bisschen aufpoliert hat, sieht absolut grauenhaft aus. Aber vor 20 Jahren war das richtig realistisch. Habe ich so gesehen, boah, man kann virtuell auf Menschen schießen und Autos in die Luft jagen. Und ich glaube, der Flammenwerfer und der Panzer, die hatten es mir besonders angetan. Das hat er mir gezeigt, wahrscheinlich mit einem Cheat. Er wusste ja gar nicht, wie man an die Panzer kommt. Beziehungsweise ich weiß als erfahrener GTA-Spieler, dass es in Vice City gar nicht so einfach ist, einfach mal an den Panzer zu kommen. Da muss man schon einen Cheat eingeben, wenn man das schnell haben möchte. Fand ich total klasse und ich vermute, das war auch der Grund, warum es bei mir zu Hause niemals eine Konsole gab. Weil meine Mutter nicht wollte, dass ich solche Medien zocke. Ich weiß nicht, ob es zwischen meinen Eltern und seinen Eltern da mal Dispute gab, von wegen, ja, dürft ihr nicht spielen oder so, weil irgendwann haben wir es nicht mehr gemacht. Ich kann es nicht mehr so genau sagen. Nun ja, aber wenn wir mal nicht gezockt haben, dann haben wir auch tatsächlich nochmal mit Autos gespielt oder über Themen einfach nur gesprochen, was für Kinder gar nicht mal so typisch ist, dass man einfach nur redet, aber haben wir getan. Wenn es im Winter war, war es ganz besonders toll. Im Winter bin ich sogar auch gerne mal rausgegangen. Man konnte bei uns sehr schön Schlitten fahren. Ich habe im Mittelgebirge gewohnt. Im Norden Deutschlands gibt es ja nicht so viele Berge und sowas, vielleicht außer im Harz oder so. Aber wenn man jetzt irgendwo in Brandenburg lebt oder im ganz hohen Norden, wo es einfach keine Erhöhungen gibt, außer vielleicht Deiche, da kann es vielleicht schon mal etwas schwieriger sein, einen guten Ort für Schlittenfahren zu finden. Das war bei mir noch nicht so problematisch. Auch Schnee fiel relativ häufig. Vor 20 Jahren war es selbstverständlich, dass es im Winter Schnee gegeben hat. Ist ja heutzutage auch eine Sache, die nicht mehr so oft auftritt. Aber das habe ich tatsächlich geliebt. Damit konnte man mich auch wirklich, ja, müde kriegen. Also man hat mir einen Schneeanzug in die Hand gedrückt, beziehungsweise ich habe ihn mir angezogen, richtig vermummt und so weiter, wie man das eben macht, wenn man als Kind draußen spielen geht, damit es nicht zu kalt wird. Und Schneeballschlacht, Schlittenfahren und alles hin und her und das stundenlang, bis irgendwann die Energie aus ist und man weiß, zu Hause wartet die Mutti oder die andere Elternteile eines
Kumpels, die einen dann mit Früchtepunsch oder Früchtetee oder im Idealfall frischem Kakao bewirten. Man ist dann wieder warm. Und ich sage euch, das ist eins der besten Gefühle, die ich tatsächlich aus meiner Kindheit und in meinem gesamten Leben noch irgendwie habe. Sich richtig im Schnee zu verausgaben, am Ende zu frieren wie Sau, weil die Körperenergie dann doch etwas nachlässt und die Körpertemperatur um 0,5 Grad im Durchschnitt gesunken ist. Sich dann nach Hause zu schleppen, im Idealfall noch mit den Freunden oder den Geschwistern. Und dann dort all diese nassen, völlig ja, kaputten Klamotten auszuziehen und dann einen schönen Drink zu nehmen. Keinen alkoholischen, sondern wie gesagt, einen Kakao oder einen gesüßten Tee oder was Kinder gerne trinken. Ich habe auch damals schon gerne Kräutertees getrunken. Ich war eher so der Kräutermensch. Früchtetee war nicht so meins, aber in der Situation auch lecker. Und sich dann trockene Klamotten anzuziehen. Vielleicht noch vorm Kamin, wir hatten keinen, aber in der Nähe der Heizung war es auch in Ordnung. Das waren echt schöne Kindheitserinnerungen. Also tut mir leid an alle Kinder, die es heute nicht mehr erleben, aber das sind wirklich, darauf kommt es im Leben an, wisst ihr. Ich hatte auch noch meinen anderen besten Freund, mit dem habe ich auch recht viel gespielt. Wir haben uns relativ häufig gekloppt, weil wir auch unsere Meinungsverschiedenheiten hatten und niemand bereit war, naja, wirklich nachzugeben. Dann kam es auch mal vor, dass wir ein paar Wochen oder auch, ich glaube mal eine richtig lange Zeit, wir haben mal ein halbes Jahr überhaupt nicht miteinander was zu tun gehabt. Ich habe ihn auch einmal nicht zu meinem Geburtstag eingeladen, weil ich sehr sauer auf ihn war. Zum Glück hat sich das alles wieder erledigt. In der Kindheit verträgt man sich meistens wieder recht schnell. Im Erwachsenenalter, wenn da so eine Freundschaft wirklich angeknackst ist, kann man es meistens nicht mehr retten. Aber naja, so war es eben. Mit dem hatte ich andere Fokusse, sagt man das so? Mit dem habe ich andere Sachen gemacht. Mit dem war ich oft im Wald, wenn mal kein Winter war, sondern Sommer, Frühling, Herbst, gibt es ja auch noch, falls ihr das nicht wusstet. Wir sind alleine in den Wald gegangen und ja, alleine. Wir waren unter 12, unter 10 und haben alleine im Wald gespielt. Oder sind da einfach nur spazieren gegangen, haben uns die Gegend angeschaut. Ist heute, glaube ich, auch undenkbar. Liebe Eltern von heute, würdet ihr eure Kinder einfach irgendwo alleine im Wald spielen lassen? Ich habe so das Gefühl, in unserer Gesellschaft wird das immer schwieriger, die Kinder einfach mal machen zu lassen. Aber wir haben keine Erwachsenen gebraucht. Wir brauchten nur unsere Fantasie und ein bisschen Kraft und die richtige Ausrüstung und am Ende wahrscheinlich auch noch eine Zeckenzange, weil man sich im Wald diese Mistviecher gerne eingefangen hat. Wunderschön, wunderschön. Deshalb auch hier der Rat an die Erwachsenen, an die Eltern, die es sind oder es vielleicht auch noch werden wollen. Ob jetzt autistische Kinder oder nicht, bei Autistischen, wenn ihr das schon wisst, vielleicht etwas vorsichtiger wegen Hilflosigkeit. Aber lasst die Kinder bitte Kinder sein. Macht es bitte nicht so, wie es modern ist. Montag Tennis, Dienstag Reiten, Mittwoch Gitarrenunterricht und Donnerstag und Freitag. Macht das bitte nicht. Kinder sind keine Manager. Die müssen keinen durchgetakteten Plan haben. Die müssen mal die Möglichkeit haben, wisst ihr was? Da draußen ist der Garten oder da draußen ist ein Wald, der ist schön, zeigt ihnen, was Natur bedeutet. Natur ist so wichtig. Wir Menschen entfernen uns viel zu sehr von der Natur. Ich habe eben noch ein bisschen Fable, obwohl ich ein kleiner Nerd bin, für die Natur, weil ich einfach am Wald gewohnt habe und merke, was für ein schönes Ökosystem das ist, obwohl es sich da um Kulturlandschaften handelt. Also, zeigt euren Kindern, was die Natur ist, bringt ihnen Respekt vor der Natur bei, dass man nicht einfach Pflanzen zerstört ohne Grund und regt ihre Fantasie an. Das ist einfach nur schön, davon profitieren sie. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das freie Spiel, und sei es für euch optisch unsinnig, für das Gehirn äußerst wichtig ist. Mir hat es jedenfalls nicht geschadet, im Gegenteil. Ich erinnere mich daran ja sehr gerne zurück, im Gegensatz zu dem Sport, den ich machen musste. Ich musste ja Leichtathletik machen, habe ich noch nicht erzählt. Ich musste ja nach dem Kinderturnen dann zur Leichtathletik. Das, ja, bis ich 10, 11 Jahre alt war, fand ich total schrecklich, wollte ich nicht machen. Immer dieser Leistungsgedanke, ganz furchtbar. Nun ja, dann stand ein Urlaub an. Wir sind nach Kos geflogen, oder ja, Kos, ja, die griechische Insel. War schön. Leider habe ich mir eine Woche zuvor durch einen sehr unglücklichen Unfall den Mittelfinger meiner rechten Hand gebrochen, weshalb ich, wann immer ich ins Meer musste, ich hatte so ein mein gesamter Arm war eigentlich eingegipst, also meine Hand und mein Unterarm, warum auch immer, wahrscheinlich, weil man als Kind zu viel daran rumspielt, mussten wir jedes Mal uns solche Plastiktüten um meinen Arm richtig dicht festmachen, damit kein Wasser dran kommt, denn auf einen Gips darf man kein Wasser kommen lassen. Sonst gammelt das. Wir haben es trotzdem positiv gesehen. Ich habe da eine schöne Zeit gehabt. Der Strand war mega vermüllt. Also man konnte kaum irgendwo hintreten, ohne auf Plastik
oder Metall zum Teil, Zigarettenstummel sowieso zu treffen. Das war die Begründung, ja, wir haben dieses Jahr keine Strandreinigung gehabt. Und auch da habe ich zum ersten Mal, mit 9 Jahren war das, gemerkt, oh, wir Menschen verschmutzen unsere Müll, unsere Umwelt viel zu sehr. Weil ich auch, ich glaube, ich war sogar 9, ich habe sogar diese Reiseführerin selber gefragt oder über meine Eltern fragen lassen, ich erinnere mich nicht mehr genau, warum das hier so schrecklich aussieht. Und sie so, ja, das sieht hier jede Woche so aus, wenn es niemand wegmacht. Und aktuell macht es niemand weg. Ich so, krass, wo kommt denn das alles her? Ich habe erst noch gedacht, ja, die bösen Strandleute, die schmeißen das da einfach alles hin. Zum Teil richtig, beispielsweise die Zigaretten ganz hinten. Aber das Allermeiste, was am Strand so liegt, wird angeschwemmt. Das schmeißt irgendjemand irgendwo weg, das landet in den Flüssen, dann in den Meeren und über die ganzen Strömungen international, über den gesamten Planeten landet das dann irgendwo. Es ist also durchaus möglich, dass wenn ich irgendwie mit dem Schiff zum Beispiel von Frankreich nach England fahre, wenn ich von der Fähre meinen Joghurtbecher schmeiße, dass dieser Becher in Japan angespült wird. Wäre durchaus möglich. Und ab da wusste ich schon, sowas tue ich der Natur niemals an. Und bis heute ist meine Maxime, Müll wird nicht in der Natur entsorgt. Punkt. Gut, bevor es zu sehr abschweigt, möchte ich noch mal ein bisschen über den Sport reden, der mir nicht gefallen hat. Ich musste Leichtathletik machen, weil, wie gesagt, meine Eltern haben Wert darauf gelegt, ein Musikinstrument, dazu mehr, beziehungsweise später, und eine Sportart. Bei mir war es dann Leichtathletik. Ich wurde nicht mal groß gefragt. Ich meine, ich habe sogar gesagt, ich würde gerne mal zu dem Judo, weil mich dieser eine Typ damit so übel verprügelt hat. Habe ich mir angesehen, war nichts für mich. Dann habe ich gesagt, ich würde gerne Boxen lernen. Das wurde abgelehnt, gab es erstens in meinem Ort nicht. Es wäre also relativ aufwendig gewesen, mich irgendwo zum Training zu fahren. Und zweitens war die Angst, weil ich zur Aggression und zur Prügeleien geneigt habe, dass ich damit nur effektiver lerne, wie man anderen Leuten schadet. Dass das Training eigentlich dazu gedacht ist, dass Leute andere eben nicht angreifen, dass man seine Wut etwas kontrolliert, seine Fähigkeiten, dass man damit verantwortungsvoll umgeht, was für jeden Kampfsport gilt, das wurde leider nicht beachtet. Leichtathletik ganz furchtbar, ich war immer der Letzte, ich war super schlecht im Werfen, ich hatte keine gute Kondition. Ich war mit den gleichen Leuten, die mich nicht leiden konnten, in einer Gruppe. Mein Ort war nicht gerade sehr groß, also habe ich die Leute, die ich ohnehin nicht leiden konnte, überall immer wieder gesehen, weil jeder die gleichen Vereine besucht hat. War auch nicht so schön. Trainiert habe ich natürlich nicht. Und ja, dann war noch das Musikinstrument dran. Da hieß es dann nach der langen, total überbezahlten Musikschule, von der ich in vor 2 Parts gesprochen habe, Gitarre wäre für mich optimal. Habe ich tatsächlich auch 3 Jahre geübt und ich habe einen einzigen Akkord spielen können. Das war der A-Moll-Akkord. In 3 Jahren Privatunterricht. Ich will nicht wissen, wie viel Geld das gekostet hat. Also, nee. Ich wollte es nicht. Ich wollte es einfach nicht. Geübt habe ich natürlich auch nicht. Ich habe später dann auch in einem Schulorchester gespielt. Das ist ein etwas für den nächsten Part. Wunderschön. Das war so meine Freizeit. Wie man also zusammenfassen könnte, ich war ein Stubenhocker, der, wenn es das Wetter zugelassen hat oder die richtigen Leute dabei waren, aber auch gerne draußen gespielt hat. Selbst die schlimmsten Stubenhocker haben mal das Bedürfnis, die Natur und das Wetter zu sehen. Also, liebe Eltern, seid nicht besorgt, wenn Kinder wirklich sich nicht so sehr dafür interessieren. Diese Momente kommen irgendwann noch. Nun zum zweiten Teil des Videos. Ich hatte euch versprochen, dass wir über meine Sommerfreizeit sprechen. Auch dies war wieder ein wunderschöner Versuch meiner Eltern, weil die anderen Versuche ja nicht gereicht haben, mich mit den anderen Kindern zu sozialisieren. Und ratet mal, was wieder passiert ist. Die Leute, die mich auf dem Schulhof aufgezogen haben, die aus anderen Klassen stammten, die waren natürlich auch dabei, weil gleiche Altersgruppe und ja, wenige Orte in der Nähe. Das heißt, du bist immer auf die gleichen Leute getroffen, die du auch nicht leiden konntest, wie schon gesagt. Diese Freizeit bestand daraus, dass man auch im Wald war, was ich generell mochte, und man hat dort Hütten gebaut, beziehungsweise die hat man nicht wirklich gebaut. Man hat nur die Bretter dran genagelt, hat die bemalt und wurde dort den ganzen Tag wie von Betreuern, wie so Animateure unterhalten. An dem einen Tag wurde das gemacht, an dem anderen das, dazwischen mal Freizeit, da durfte man sich dann die Zeit selber einteilen, ob jetzt im Wald spielen oder ein Brettspiel gegen andere oder was auch immer, von morgens bis 8 bis nachmittags um 4, musste ich dann auch irgendwie durch, ich fand es total schrecklich. Und das Ganze ging eben 2 Wochen in den Sommerferien so. Ich fühle mich da bis heute immer um diese ein Drittel der Ferien beschissen, weil für mich das noch weniger spannend war als Schule, es war ätzend lang. Man musste um Erlaubnis fragen, um auf die Toilette zu gehen, weil das Toilettengebäude irgendwie, ich glaube, 300 Meter vom eigentlichen Veranstaltungsort war. Und man musste da durch den Wald und die Betreuer mussten dann da mitkommen, um sicherzugehen, dass auch nichts passiert. Und ach, das war der reinste Abfuck. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann gegen die Bäume gepisst, weil ich keine Lust mehr hatte. Das war, naja, wenigstens mussten wir nicht
angereist kommen. Das hat ein Bus für uns erledigt. Wir haben uns an die Dorfhaltestelle gestellt und vor Ort dann darauf gewartet, dass er kommt. Der hat uns hingebracht und beim Nachmittag wieder zurückgebracht. Konnte man nicht verfehlen. Man wusste genau, welchen man nehmen wollte. Es gab drei und konnte man eigentlich nicht wirklich verfehlen. Wie gesagt, ich hatte keine Lust. Ich habe mich mit den Betreuern zum Teil auch mal angelegt, weil ich dann natürlich auch gesagt habe, hier, ich habe keinen Bock. Und die haben dann gesagt, ja, du musst aber. Wirkliches Verständnis wurde nicht dafür geäußert. Das waren auch keine professionell ausgebildeten Leute. Das waren Jugendliche, die sich irgendwie 100 € Taschengeld da verdienen wollten, die man ein paar Tage in einem Crashkurs ausgebildet hat in Sachen, wie geht man mit den kleinen Kindern um, so Notfallkurs für die schlimmsten Notfälle, damit die nicht sterben, bis der Notarzt eintrifft, falls mal irgendwas sein sollte, habe ich nicht gesehen. Das höchste der Gefühle war, glaube ich, mal ein Splitter oder sowas. Das können die alles, weil sowas im Wald eben passiert an Unfällen. Aber eben keine ausgebildeten Pädagogen. Die wären auch viel zu teuer gewesen, war eben Ehrenamt, die haben vielleicht ein Taschengeld dafür gekriegt. Es gab ein lustiges Erlebnis, es gab eine Art Fest, bei dem man quasi sich für all das rächen konnte, was die mit einem gemacht haben. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie es heißt. Na, obwohl ich weiß es, aber ich nenne den Namen nicht. Der wäre zu anzüglich. Nee, eigentlich nicht, aber ich will ihn einfach nicht nennen. Da gab es dann so Challenges unter denen. Und naja, die Regeln werden manchmal sehr großzügig ausgedehnt. Es gab einmal ein Spaghetti-Wettessen. Da haben die dann einfach irgendwann angefangen, sich mit den Spaghettis zu bewerfen. Das war für uns Kinder natürlich ein Riesenspaß. Da habe ich so gedacht, ach ja, und ich hatte mal einen Betreuer, den ich überhaupt nicht leiden konnte, der wurde durch irgend so eine Demütigung mal gezwungen, sich eine Mayonnaise-Frisur machen zu lassen. Also da habe ich dann wirklich gedacht, hat sich doch mal gelohnt, du Sack. Natürlich, weil man, wenn man 8 Stunden da ist, ohne zu übernachten, gibt es trotzdem manchmal, naja, etwas Problem mit dem Essen. Es gab einmal Frühstück, beziehungsweise ein Nutella-Brot für jeden, mit Ausnahme derer, die allergisch dagegen waren. Wir hatten einen Nussallergiker, der hat dann Marmelade bekommen. Ich habe, glaube ich, sogar nur normales Brot bekommen, weil ich irgendwie keine Lust auf Nutella hatte. Ich kann die Ursache nicht mehr so genau sagen. Und dann gab es noch Mittagessen vom Caterer aus dem Krankenhaus, wie ich mittlerweile weiß. Das hat, naja, sagen wir mal, jedes zweite Mal habe ich es nicht gegessen. Und abspülen mussten wir das Geschirr auch noch. Ja, wir haben Plastikgeschirr zum selber abwaschen mitgenommen. Ich glaube, das kann heute sogar gar nicht mehr so verkauft werden wegen dieser EU-Richtlinie. Und wir mussten das dann von Hand spülen. Das war. Naja, so wurden wir schon darauf vorbereitet, dass wenn man Geschirr verbraucht, wir es auch selber waschen müssen. Und wer eine Spülmaschine haben will, der muss hart dafür arbeiten, um sich das leisten zu können. Nun ja, so kann man den Kindern auch was beibringen. Ein einziges Mal war aber mal wirklich lecker und das ist bis heute mir so ein bisschen im Kopf geblieben. Es gab auch ein Mädel, mit dem habe ich mich da überhaupt nicht verstanden. Und ich saß gegenüber von ihr und an diesem Tag gab es Germknödel heißen die oder auch Dampfnudeln werden die in manchen Regionen auch genannt. Das ist, glaube ich, sogar eine österreichische Spezialität, wird meistens mit Vanillesoße und Mohn serviert. In dem Fall waren die quasi Natur, einfach nur pur, ohne Inhalt und heiße Kirschen dazu. Eine Hauptmahlzeit, kein Dessert, sondern wirklich eine Hauptmahlzeit. Und die waren wirklich gut. Und da hat das Mädel zu mir gesagt, oh, das schmeckt doch himmlisch, findest du nicht auch, Nick? Nicht so, ja, P, Namen nenne ich nicht, du hast recht, schmeckt wirklich sehr gut, da hast du recht. Und das war der einzige Tag, seit ich mich erinnern kann, dass wir uns je kannten, ich weiß nicht, wie lange ich das Mädel kannte, 6 Jahre, indem wir uns halbwegs verstanden haben, weil wir von diesem Essen so berauscht waren. Das fand ich ziemlich witzig. Gelegentlich, um den Alltag etwas aufzulockern, gab es auch noch Ausflüge, beispielsweise jedes Jahr ins Kino. Einmal einen Film, den ich richtig abfuck fand, aber einmal auch den Madagaskar, den fand ich richtig cool. Ich wäre da normal nie hingegangen, weil irgendwie hielt ich den Film für ein bisschen kindisch, also auf jeden Fall, ich wollte ihn nicht sehen, aber dann hieß es ja, wir gehen in den. Da habe ich gedacht, na gut, es kann ja nur besser werden als der letzte Film. Und ich fand den mega geil. Also Madagaskar fand ich, ist wirklich ein schöner Kinderfilm, muss ich sagen. Sehr witzig, ich habe sehr herzlich gelacht. Und da waren auch die anderen negativen Dinge, wie dass ich da auch von den anderen Leuten ziemlich gemobbt wurde und ignoriert wurde, das konnte ich dann mal vergessen. Was ich ein bisschen bedauere bei diesem Event ist, dass die Betreuer nicht mit den Eltern gesprochen haben, ob die Kinder damit klarkommen. Ich meine, es ist normal, dass es mal Probleme gibt, aber ich habe jedes Mal auch zu den Betreuern gesagt, hier, passt mal auf, ich habe keine Lust mehr darauf, könnt ihr vielleicht, ich glaube, ich habe sie sogar um Hilfe gebeten, obwohl ich sie nicht leiden konnte, könnt ihr vielleicht meiner Mutter sagen, dass sie mich nächstes Jahr nicht anmelden soll. Das haben die aber nicht gemacht. Mittlerweile weiß ich auch warum. Es kostet, wenn man da 2 Wochen teilnehmen will, pro Kind über 100 €. Und das haben die natürlich gerne kassiert. Wäre ja dumm, wenn dann die Kinder das nächste Jahr wegbleiben.
Ich konnte dann wenigstens, als ich mit das letzte Mal da war ich dann aber auch schon über 10 Jahre, durchsetzen, dass ich nur noch eine Woche komme und dann war da eigentlich auch schon Schluss. Wunderbar. Das war meine Privatzeit, während ich unter 10 Jahre alt war. Im nächsten Part reden wir über meine weiterführende Schulkarriere bis 13 und meinen Schulwechsel, der dann auch stattgefunden hat in dieser Zeit. Eine sehr wichtige Phase, aber dazu im nächsten Video mehr. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt daraus etwas lernen. Habt es genossen. Wir hören uns beim nächsten Video. Bis dahin, habt einen schönen Tag und auf Wiederhören.